Hallo bei Nerdfamilizin. Ihr kennt vielleicht das Setting schon. Wir sind hier beim Summercamp. Neben mir sitzt Christina. Christina ist Rettungsdienstlerin, arbeitet in der Palliativmedizin, aber auch Krisenintervention und Einsatz für Nachsorge ist für sie ein wichtiges Thema. Ja. Christina, wir hatten das Thema Säuglingsreanimation. Das ist nicht nur für die Angehörigen extrem traumatisch, sondern häufig auch für uns. Und das sind Einsätze, da geht man raus mit dem Kloß im Hals, mit Tränen in den Augen, ist extrem unter Spannung. Ja. Wenn ich jetzt als Team bei so einem Einsatz dabei war, wie die Haustür ist zu, wir sind vielleicht schon auf der Wache oder bauen gerade den RTW wieder zusammen, ordnen uns. Wie fange ich so die ersten Momente richtig ein? Was kann ich machen, um die Einsatznachsorge für uns auch emotional sinnvoll zu starten? Also es ist ja ein ganz, ganz schweres Thema einfach auch. Und ich meine, Säuglings- oder Kinderreanimation ist ja auf jeden Fall einer der Top-3-Themen, wenn nicht das schlimmste Szenario, was man sich so vorstellt, nach bekannten Personen, die schwerst verletzt sind oder so. Und ich glaube, da sind wir alle einfach maximal angespannt, schon auf Anfahrt, wenn wir so die Einsatzmeldung kriegen, und auch wirklich belastet, wenn wir rausgehen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein erster Schritt, dass wir uns darüber klar sind, dass diese Belastung, die wir dann empfinden, die wir empfinden, die wir vielleicht auch in den Augen unserer Kollegen sehen, weil der eine vielleicht Tränen in den Augen hat oder der zweite Käse weiß ist, dass wir uns da klar machen, das, was da gerade abläuft an Reaktion, ist eine völlig normale Reaktion einfach auf ein unnormales Ereignis. Und das ist eine akute Belastung, das ist maximaler Stress, das ist Anspannung und das ist völlig normal nach so einem Einsatzerlebnis. Ich finde es gut oder ich würde vorschlagen, noch gerade wenn man dann die ganze Equipment-Geschichten, das EKG, die Beatmung und so vielleicht in RTW räumt an der Einsatzstelle, meistens ja dann an die Kripo auch übergeben hat, sich das Team gleich mal zusammenzuholen, also dein NEF-Fahrer plus RTW, und zu sagen, wisst ihr, wir hatten hier gerade echt einen Einsatz, der, glaube ich, uns allen auch an die Nieren gegangen ist. Also ich würde jetzt noch gar nicht von Trauma reden, sondern wirklich einfach sagen, der uns alle mitgenommen hat. Und ich fände es wichtig, wenn wir uns gleich noch mal an der Wache zusammensetzen, um kurz drüber zu sprechen. Und ich glaube, damit ist schon mal ein erster Schritt getan, weil es wird von jemandem, der in dem Einsatz auch als Notarzt eine Rolle hat, als Leitung, als Strukturgeber, wird angesprochen, okay, ich sehe unsere Belastung, nicht nur eure, sondern unsere. Ich bin ja auch belastet als Notarzt. Hm. Und wir setzen uns nochmal zusammen. Und dieser Kaffee danach, der gehört zu diesem Einsatz wie die Wischdesinfektion nach irgendeiner Infektionsfahrt. Ja. Und genauso diese Einwirkzeit von unserem Desinfektionsmittel nach der Infektionsfahrt, so ist das die Maßnahme. Und ich glaube, das muss man einfach leben, die wir brauchen, um diesen Einsatz erstmal so abzuschließen, dass wir danach überhaupt wieder noch gut weiterarbeiten können. Oder auch bei diesem Kaffee besprechen, wer fühlt sich denn vielleicht gar nicht mehr in der Lage, jetzt auch den Dienst weiterzufahren. Also aus dem Bereich Einsatzkräftenachsorge kenne ich auch Kollegen, das kommt nicht oft vor, aber es kommt vor und es waren bisher immer Kinderreanimationen, die frustran verlaufen sind, die dann auch ganz ehrlich bei der Frage, kannst du dir vorstellen, diesen Einsatz, also diesen Dienst weiterzufahren, unter dem Risiko auch einen ähnlichen Einsatz heute nochmal zu kriegen. Ich meine, die Chance ist ganz gering, aber letztlich kann es sein. Gibt es. Es gibt es, ne? Genau. Und an dem Punkt denken dann doch viele auch nach und sagen, ja, kann ich mir vorstellen, mir tut es vielleicht jetzt auch gerade gut, unter Kollegen zu sein, den Dienst zu vollenden. Mhm. Aber eben auch die Möglichkeit zum Beispiel zu geben, am Ende dieses Kaffeegesprächs, dieser Kurznachbesprechung im Team zu sagen, ich kann es mir gerade nicht mehr vorstellen. Aber jetzt sind wir am Ende und noch nicht am Anfang. Wenn wir beim Kaffee dann sitzen oder typischerweise mit der Zigarette vor der Wache stehen, weil das halt auch ganz oft so der Treffpunkt ist, ja, wo man sich dann gerade nach Belastungen auch zusammenfindet, denke ich, ist es wichtig, nochmal so ein bisschen aufzudröseln. Also erstmal so ganz, ganz strukturiert, was war die Alarmierung,
was war denn für uns die vorgefundene Situation? Und da wir ja auch selten NEF und RTW gemeinsam eintreffen, ist es ja auch ein Punkt, der zuerst da war, hat ganz andere Sachen mitgekriegt, wie die als zweites eintrafen. Mhm. Und das, was diesen Einsatz betrifft, das ist wie so ein Kinderpuzzle, was in der Kiste war und ausgekippt wird wieder. Und das kennen wir alle, da hängen manchmal 3-4 Teile zusammen und geben schon so ein Bild. Da fehlen aber auch vielleicht ein paar Teile, weil sie lose rumliegen. 2 sind beim Auskippen irgendwie unter den Schrank gerutscht. Und Sinn dieser ganz kurzen Nachbesprechung auch ist, möglichst viele von diesen Puzzleteilen zusammenzubringen, weil diese Puzzleteile ergeben letztlich das Bild von unserem Einsatz. Und wenn ich verstehen kann, was ist in dem Einsatz passiert? Und wenn ich dann auch vielleicht noch 2-3 Puzzleteile kriege von meinem Kollegen, von meinem Notarzt, wem auch immer, zum Thema, was sind denn normale Reaktionen nach solchen Einsätzen? Ja, verdammt nochmal, man schläft ganz oft ein paar Tage schlecht. Kennst du wahrscheinlich auch aus dem Kontext, wenn Einsätze einfach Belastung sind. Es kommen irgendwelche Bilder vielleicht aus dem Einsatz wieder, irgendwelche Gerüche, irgendwelche Stimmen, die man nochmal hört, weil Angehörige irgendwas gesagt haben, was sich uns eingeprägt hat zum Beispiel. Und es ist aber völlig normal und ganz oft sind wir ja auch gut in der Lage, das gut zu verarbeiten und so ein bisschen zu integrieren. Und dann ist dieses Puzzle letztlich so zusammengesetzt, dass wir es gut verarbeiten können, dass wir gut drüber nachdenken können auch, aber auch einsortieren und dann letztlich in der Lage sind, das in eine Schublade zu machen, weil im Laufe eines rettungsdienstlichen Lebens, eines notärztlichen Lebens, werden wir mit guter Wahrscheinlichkeit mehrere Einsätze haben, die uns irgendwo belasten, müssen ja nicht immer Kinder sein. Hm. Und wichtig ist, dass wir an dem Punkt sind, dass wir dieses Puzzle dann in eine Schublade legen können, wenn wir wollen, auch im Abstand von Jahren noch sagen können, ja, da gab es einen Einsatz, der ist mir auch wirklich nahe gegangen. Kurz reingucken, das auch erzählen können, was wir wollen, wieder zumachen, aber nicht permanent damit beschäftigt sind, diese Schublade zuzuhalten, weil die so beängstigend ist und mir das solche Angst macht, was ich da erlebt habe, dass ich darüber gar nicht mehr irgendwie hingucken will. Ja, das finde ich ganz, ganz spannend, auch das mit den Puzzleteilen, denn tatsächlich fehlt einem ja ganz häufig irgendwie so der Gesamtblick auf den Einsatz. Genau. Was ich faszinierend fand, war, du hast auch gesagt, dass du manchmal Feuerwehrleuten gesagt hast, sie sollen sich in ihren Spind diese Post-its machen. Genau. Und auch du selber hattest ja einen schweren Einsatz vor dem Summercamp und hast dann gesagt, du weißt aber, zu Hause bleiben und traurig sein, das hilft dir nicht, sondern unter Leuten sein, das muss jetzt sein. Genau. Diese Resilienzfaktoren. Kannst du dazu was sagen? Das fand ich hochspannend. Also es hilft einem einfach, wenn wir uns überlegen, und zwar am besten, bevor wir Einsätze haben, die uns aus der Bahn werfen. Mhm. Zum einen, also in einer guten Minute, auch gerne diskutiert mit Freunden, was sind Dinge, die mir gut tun? Was sind Dinge, die ich bewusst nach Einsätzen, die mich belasten, machen kann, durchführen kann, die ich in Anspruch nehmen kann, die mir gut tun, die meine Ressourcen sind, die meine Resilienz, meine Widerstandsfähigkeit danach auch wieder gut herstellen. Und ich stelle mir das immer so vor wie so eine Waage. Und auf der einen Seite, da haben wir diesen Einsatz. Und da haben wir vielleicht auch noch private Probleme oder irgendwelche Sachen. Mhm. Einfach so das, was wir alles unter Belastung laufen würden, lassen würden. Aber wir haben diesen Felsblock von dem Einsatz. Und der wiegt. Und um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, auch selber, müssen wir uns überlegen, was können wir auf die Seite packen, damit es wieder gut wird. Und jeder von uns hat ja auch Einsatzerfahrung. Und man kann sich ja überlegen, was hat mir denn in der Vergangenheit gut getan, um solche Einsätze zu verarbeiten. Was sind so 3 Punkte, die man sich eben auf einen kleinen Post-it zum Beispiel schreiben kann, in Spind kleben und dann aber auch sieht, wenn es soweit ist. Weil wenn wir belastet aus einem Einsatz rausgehen, sind wir in der Regel nicht mehr in der Lage, uns bewusst zu überlegen. Das muss man einfach trainieren auch über die Jahre, zu überlegen, was kann ich jetzt auf diese gute Seite packen, um auch stabil zu werden, die andere Seite gut zu verarbeiten. Was tut mir jetzt gut? Was tut mir gut? Ja.
Und das können Gespräche mit Freunden sein, das kann aber auch erstmal der Abstand sein, mit dem Hund in die Natur zu gehen. Manche sagen, ach, ich kann, muss noch so im Einsatz, ich muss Sport machen, ich kann mich über Sport gut abreagieren. Hm. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ganz spannend, dass man sich da einfach so eine Toolbox selber aufbaut, genau, für sich. Jetzt wäre die Frage, woran erkenne ich für mich selbst oder vielleicht, ja, auch an Kollegen, das schafft er nicht alleine. Da, ja, ist jetzt, dem sollte ich sagen, oder vielleicht sollte ich jetzt auch selber mir mal da professionelle Hilfe in, holen. Das geht einfach nicht mehr. Wann ist das Maß voll? Die Frage ist, glaube ich, gar nicht, wann ist das Maß voll so unbedingt, sondern ich glaube, die Frage ist, was wollen wir auch etablieren und wo wollen wir unsere Leute und uns abholen lassen? Mhm. Und es gibt ja diesen Bereich PSNVE für Einsatzkräfte. Manchmal heißt es auch irgendwie Einsatzkräftenachsorge oder nach CSM, nach SBE, diese ganzen Geschichten. Das ist ja einfach, dahinter verbirgt sich so eine strukturierte Nachbesprechung. Und die kann man definitiv auch nicht durchführen, wenn man selber in dem Einsatz war. Also in Einsätzen, wo ich rettungsdienstlich bin, könnte ich nie diese Nachbesprechungen führen, weil die einfach jemand Externen brauchen, der nicht dabei war, der nicht involviert war und der auch geschult ist in einer ganz strukturierten Gesprächsführung, um die Leute gut abzuholen. Und das ist zum Beispiel was, bei uns hier im Rettungsdienstbereich haben wir ein System, was ausgebildet ist, eben mit Peers und zur Einsatzkräftenachsorge und Fachkräften, die sich aus einem Team zusammensetzen, aus dem Bereich Rettungsdienst, Notärzten und der Feuerwehr. Und wenn belastende Einsätze sind, können uns die Einsatzkräfte einfach auch ansprechen, alarmieren lassen. Und dann kommen wir dorthin und führen diese hochstrukturierten Nachbesprechungen durch, wovon man einfach weiß, dass das quasi nochmal das Aufbauende ist auf diese Nachbesprechung, die du als Notarzt initiierst. Und dort wird eben auch nochmal ganz arg die Verarbeitung angeregt. Und die Leute kriegen auch was an die Hand, was kann ich jetzt tun die nächste Zeit? Mhm. Und welches Zeitfenster ist aber dann, und dann sind wir bei dem dritten Bereich, auch nochmal so der Knackpunkt, nämlich meistens so 4 bis 6 Wochen, wenn da einfach massive Symptome weiter da sind. Schlafstörungen, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Albträume, Flashbacks, so ein Hyperarousal, dass man sagt, man ist sehr schreckhaft zum Beispiel auch oder reagiert auf Dinge viel massiver, als es eigentlich der Fall ist. Vielleicht auch so Dinge, wie dass man merkt, das, was mich vor diesem Einsatz eigentlich echt interessiert hat, was mir Spaß gemacht hat, das ist jetzt unwichtig. Hm. Sich mit Freunden zu treffen, ist einfach nur noch anstrengend. Mit der Familie zieht man sich zurück, so, dass man einfach merkt, da ist seit diesem Einsatz wirklich was anderes, was mich belastet. Dann ist auch noch mal so ein Punkt, wo man sagen sollte auch, okay, jetzt muss ich quasi so diesen dritten Bereich starten, nämlich wirklich auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, zu gucken, auch gerade wenn das im Kontext Einsätze war, geht es ja auch über die Berufsgenossenschaften unter Umständen, dass man auch nochmal nachfragt, wo habe ich Ansprechpartner, vielleicht auch speziell ausgebildete Psychotraumatologen, die dafür einfach Fachmänner sind. Okay. Hochspannend. Ich versuche es wieder zusammenzufassen, so wie immer. Nach einem schlimmen Einsatz als erstes Mal im Team zusammenkommen. Du hast so schön gesagt, das Puzzle, alle Puzzleteile sammeln und zusammensetzen, damit wir ein Gesamtbild des Einsatzes haben. Und damit beginnt auch schon unsere eigene Einsatzbewältigung. Extrem spannend, diese Toolbox selber mal vorher überlegen, was tut mir eigentlich gut, wenn ich wirklich Stress habe, was sind so Faktoren, die mich dann schützen, sich die am besten auch aufschreiben, weil man dann, so sagst du, nicht darauf kommt, wenn es soweit ist. Zu guter Letzt, wenn man nach 4 bis 6 Wochen nach so einem Einsatz Albträume hat, anders ist als sonst, anders seine Arbeit macht als sonst, dann wäre so ein Punkt, wo man sagt, hey, hol dir noch mal jemanden, sprech darüber. Aber auch dein Plädoyer, frühzeitiger das Ganze einbinden. Und das macht sicherlich vollkommen Sinn, diese professionelle Einsatznachsorge einfach noch mehr zu stützen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ja, damit halt auch die Leute da abgeholt werden können, wo sie dann stehen. Ja.
wir schicken die verdammt gut ausgebildet in die Einsätze. Und dann finde ich, ist es auch die Verantwortung, dass wir sie gut wieder rausholen. Toller Abschiedsspruch quasi dazu. Vielen, vielen Dank, dass du uns da Rede und Antwort gestanden hast. Danke, dass du beim Summercamp dabei warst. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Bitten, Anregungen oder sowas, schreibt uns, ihr kennt das Ganze und wir leiten das gerne alles auch weiter. Und wenn ihr einen schlimmen Einsatz habt, dann nutzt das und dann drücken wir euch den Daumen, dass das auch alles gut über die Bühne geht. Denn Rettungsdienst insgesamt ja trotzdem eine coole und schöne Sache. Auf jeden Fall. So, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.